So, wir gehen jetzt von den R5s weg, gehen uns auf die Klasse 7,1. Das sagt nur den Insidern etwas, aber es sind genauso recht schnelle Leute, die hier sind. Einer davon, den werden Sie vom Namen her kennen, der ist im vergangenen oder im heurigen Jahr, im Frühjahr, im Jänner genauer gesagt, Dritter geworden. Das ist der deutsche Hermann Gassner, der ebenfalls mitfahren wird. Dann gibt es einen Oberösterreicher, ich habe ihn selber nicht gekannt beim letzten Start. Es ist der Johann Seiberl, der war überraschend Vierter in der Gesamtwertung. Also das sind so Burschen, die reden nicht viel, die geben unheimlich viel Gas und sind sehr erfolgreich. Und dann gibt es auch den ORC-Gesamtsieger, das ist der Martin Kalteis, ein Niederösterreicher, der sich ins Mühlviertel traut und versuchen wird, hier zu realisieren. Einer, da wissen wir alle, dass er schon immer schnell war. Im vergangenen Jahr ist er um die Zeit da heroben gestanden. Der Schweiß ist ihm von der Stirne getropft und hat sich um die Organisation gekümmert. Der Robert Zitter, der ist hier, vielleicht kannst du einen Sprung aufkommen. Er hat sich zurückgezogen ein bisschen, aber jetzt hat er den echten Vergleich. Was ist schöner, eine Rallye zu organisieren oder eine Rallye zu fahren? Da möchte ich gar keinen Vergleich anstellen, weil es sind alle zwei Sachen extrem anspruchsvoll. Also, dass das eine schön oder das andere nicht so schön ist, das kann ich nicht so sagen. Also ich glaube, dass beides ein Erfolg bei der Jänner Rallye, wenn die durchgezogen ist, wie es letztes Jahr, also, sage ich auch letztes Jahr 2018 war, war eine Sensation, hat super gepasst, das Team hat perfekt gearbeitet. Wir sind nicht weit gekommen bei der ersten Sonderprüfung, war es klar. Wir hoffen, dass wir heuer weiterkommen, sage ich mal. Wir bauen jetzt schon ein Rallye-Auto auf und zusammen, es wird fertig bis zur Jänner Rallye. Auch dir wünschen wir alles Gute bei diesem Start. Glückwünsche an die neue Organisation, in dem Fall an Mario Kleppertsch und Christian Birkelbauer.